erkläre ja schon jetzt die Bossmechanik hier. Ja. Ey. Muss ich nachher Also ein wir Bild müssen die einblenden. Kuppel zerstören. Dazu stellen sich drei Leute, Achtung, raus aus dem Kreis. Drei Leute an diese Laser. Einer ist hier, zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite und dann schießen wir gleichzeitig auf den Boss. Was das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht, sind diese Feuerattacken, die es hier von oben runter regnet. Wer die auf sich drauf hat, sollte nicht drücken, weil die dich dann davon weghauen und musst von vorne anfangen. Ich habe einen Stabilitätsbuff, mir kann das egal sein. Ah, so, dann müssen wir über diese roten Felder nach unten rennen. Oh nein, ich werde sterben. Also diese hier. Und mit etwas Übung kommt man hier auch wieder hoch. Ansonsten, wenn man hier nicht wieder hochkommt, hier an der Seite lang. Unten in der Lava kriegt man kontinuierlich Schaden, deswegen schnell versuchen, irgendwie hier an die Seite dann zu kommen und über die Treppe hoch. Also erstmal von der Mitte aus aufs erste Portal, Podest, Energiefeld, was auch immer, kommt man eigentlich schon von da aus dann auf die Treppe springen. Das geht eigentlich ganz gut. Dann wieder an die Geschütze stellen, wieder feuern und so lange, bis der Boss tot ist. Die Range reicht nicht aus, um von der Treppe aus auf den drauf zu hauen, ne? Hast du einen Langbogen? Ja. Hast du 20 im ersten geskillt? Ja. Dann kannst du die Reichweite von deinem Langbogen so weit erhöhen, dass du von hier oben runterschießen kannst. Das geht. Da kannst du oben stehen bleiben, Das ist glaube ich recht der römische praktisch. 10, meine ich. Ja. Dann wechsle ich das jetzt. Also im Grunde ist alles außer Stabilität unwichtig hier. Ah, Damage ist noch wichtig, dass wir nicht allzu oft darunter rennen Okay, müssen. das habe ich eh nicht. Welcher Freiwillige hat Stabilität noch? Ich habe Stabilität. Ich auch, wenn ich mal nicht von so einem Fallzahn hier beackert werde und ich nie auf den Skill knicke, statt ihn zu wechseln. Ich habe einen Tittenbonus. Und du hast auch Stabilität geskillt. Den haben wir alle außer Maxi. Ich habe Verzerrung. Ja, kannst aber nicht aktivieren, wenn du gerade drückst, oder? Doch. Das ist ja im Prinzip hier der die F4? F-Tasten, nicht die 4. Na, F4 ist das doch. Ja, F4 oder die 2. Können wir auch so. Die 2 geht ja nicht, aber Ja, F4 geht. geh ich mit auf die Kanone. Ich habe ja auch Stabilität. Okay, hat dir da einer? Ich habe Angst. Ich hab auch Angst. Ich nicht. Gut. Los, hat jeder eine Kanone? Dann Jawohl. 3, 2, 1, los! Gut. Schon mal in die Mitte und runterspringen. Ich versuche rechtzeitig anzusagen, wenn wir wieder raus müssen. Also wenn sich das Schild wieder aufbaut. So, raus. Da komme ich doch nie raus. Da brauche ich auch nicht. Okay. Muss gleichzeitig gedrückt werden, ne? Ja. Dann warte ich mal auf euch. Wieso Wenn seid ihr zwei das tot? nach den In die Patches Lava. geklappt hat, na wunderbar. Da können wir euch hier oben retzen. Also rote Kreise auf diesen Plattformen zu sehen, ist unmöglich. Drei Commander in der Champion Hülle. Jetzt weiß ich, wie die ihren Commander bezahlen. Was kostet das? 100 Gold, Gold. 100 Gold. Ja gut, das geht doch. Ja, und ist vollkommen sinnlos. Das Gold, das hat man schnell. Ja. So, Stabilität hat es bei mir CD. Ich probiere es einfach so. Arne, du flitzt da hinten hin und her. Du gibst Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Moment, dann den
3, 2, 1, jetzt. ...221% Magic Fund. Ach, das ist doch... Ich springe auf so eine Plattform und werde sofort von so einem... Und raus? ...Drachenzahn rausgeholt. Soweit? Ja. Gut. 3, 2, 1, jetzt. Wunder. So, bereit. Okay, 3, 2, 1, los. In der nächsten Runde schaffen, Mann. Also ich muss sagen, für mich ist das ein sehr angenehmer Boss. Halt ihr clever. Stehst du faul auf der Treppe rum oder was? Nur nicht mal. 3, 2, 1, jetzt. Na guter Tipp mit dem Langbogen-Trade. Ja. Sache, ich habe genau die richtige Klasse ausgesucht. Jawohl. Stick with me. Stand. Retreat. Oh, jetzt muss ich ja doch da runter zum Looten. Ah, wie gemein. Also ich fand das gar nicht so schlimm jetzt. Ich hab mir das schon mal vorgestellt. Truhe ist bei euch, dann gehe ich erstmal die Truhe holen.